besser. Ja. So ungefähr 400 Fußkilometer und 10 Höhenmeter. Oder umgekehrt, irgendwie so. Irgendwie hat man die Endstrecke auch reinigen. Bei mir wird alles umgeschlafen. So, wir laufen auf zum Puig de Galazzo. Dann heute zuerst und ist ein bisschen weh, hat mir gestern beim Sonnenlinger so einen scheiß Sonnenbrand eingefangen. Echt krass. Schau aus wie Verkehrsampe. Ein Vorfuß tut natürlich weh beim Gehen. Ach ja. Sehr warm. Heute kriegt es 24 Grad. Ich gehe beim Pastikasi auf den Puig de Galazzo. Da muss ich hin am Puig de Galazzo. Jetzt da drauf, wo die sind, links rüber und dann hinten so rauf und drüber über den, auf den Puig. So, das ist der Turm, das ist der Puig de Galazzo. Mal schauen, wann ich oben bin. Mal schauen, unten steht 2 Stunden angeschrieben. Wow. Herrlich. Dort unten sind wir auch schon mal gestanden.
Und da drüben, der Weg, da kommst du mal. Ruhig der Galazzo. Oh, da geht's auf. Hallo Bruderherz, wenn du meinen Film anschaust, das war was für dich. Auch kannst du kraxeln, auf und dann runterschweißen. Da kann man jetzt dann da oben zwischen die Felsen durch. So, jetzt kommt der Wind, jetzt sind wir schon hoch oben. Ein wenig Lift da. Kleiner Rundblick. Ja. Jetzt eine kleine Kletterpartie. Aber nur leicht. Leichtes Gelände. Aber trotzdem aufpassen. Fast geschafft. So, pulkte Galazzo. Geschafft. Zeit. 1,20. Hallo. Hallo. Du bist leicht auf wie da. Durch den komischen Kamin da durch. Du bist leichter wie da. Nein, die Leute. So, die Stelle haben wir jetzt hinter uns lassen zum Oberkraxeln. War richtige Kletterpartie. Alter, das ist eine Kletterpartie da auf, leck mich doch! Also da auf, das war schon Vorstufe zum Bergsteigen teilweise, was du da kraxeln müssen hast. Aber so ganz gut für mich, für meinen Schwindel. Freiheit zum Trainieren, was echt der Hit.
gerade so, dass du kein Seil brauchst, sag ich mal. Ein paar Passagen waren vielleicht ein Hit gewesen. Aber es ist echt der Wahnsinn, dass ich da hinten oben war. Ein Haufen. Und zweimal auf sonnenverbrennte Knöchel gehauen. Oh, tut das gut. Schätze mal, dass mir der Thomas mit den zwei Schnellen da in 20 Minuten einholt. Ich gehe mir durch den Fuß schön runter. Lass es leicht schaffen. So, geschafft, herunten. Thomas, unsere Gruppe, hat mich nicht mehr eingeholt. 20 Minuten sind 20 Minuten, selbst wenn du zu Fuß gehst, aber ist das zu viel.